What the fuck is that? Es hat. Es. Was? Was? Es ist. Was? Es ist. Es hat einen männlichen Kopf. Es ist Sex Male. Aber es hat weibliche Klamotten. Schauen wir uns das jetzt mal irgendwie an. Was ist das? Was ist das? Schauen wir uns das mal an. LOL. Okay, ja, das hat mir letztens irgendjemand erzählt. Bloody was, glaube ich. Genau, der hatte das gleiche. Ich habe es ihm nicht geglaubt. Was ja irgendwie logisch ist, ja. Aber wow. Also es, jetzt habe ich im Endeffekt keine Klamotten für den. Aufgrund eines Fehlers von Websin. Oder aufgrund eines Fehlers vom Spiel halt. Keine Ahnung, wer da jetzt schuld dran ist. Jedenfalls ist das nicht ganz richtig. Und ja, ich würde mal sagen, das ist ja, ziemlich harter Bullshit. Also männliche Klamotten habe ich jetzt gar nicht. Ja, oder ist sie irgendwie so unsichtbar? Nein. Ja, also, ja, ne? Naja, der Evergreen Lustboy oder Lustboy muss sich wohl mit Frauenklamotten zufrieden geben. Ja, kann er zwar nicht tragen, aber naja, er kann sie ja anschauen und dran riechen und sich dran reiben und naja. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Anschalten. Ach, nee, Spaß. Geht jetzt natürlich noch weiter, weil es nur so ein kleiner Einstiegs-Gag. Jo, bis gleich. Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Live. Wir sind auf dem legendären Transvestiten-Account Evergreen Lustboy. Also für euch gestern, ja, ich habe den Char auf Level 5 gezogen, dann hatte ich gestern keine Lust mehr, weil es schon Char Nummer 7 war. Und dann habe ich hier bei Level 5 aufgehört, habe mich auf die Brücke gestellt und dann Feierabend gemacht. Der sitzt halt nackig. Macht sowieso keinen Unterschied, die Einserkleidung hat kaum Def und ja, ATK bringt es ja auch nicht. Aber trotzdem ein bisschen nervig. Aber eigentlich egal. Ja gut, mit Level 5 mache ich hier ein bisschen wenig Schaden, ne? Aber egal, das passt schon. So. Mal schauen, so früh war ich glaube ich hier noch nie. 6,80. Mal schauen, wie viel Prozent die wirklich geben. Ah, okay. Nice, 14% pro Mob. So könnte es sich immer leveln. Tut's leider nicht. Naja, genau. Jedenfalls war es dieser Fail-Account, wo eben das... weil ich hab's euch ja hier vorne herangeschnitten, von daher wisst ihr es ja, also egal. Genau. Ja, dann eine Information zu den Lord-Events, die mir noch mitgeteilt wurde. Es ist geplant, also Minimum ein Event logischerweise morgen zu machen, also am Freitag. Abend natürlich, 19 Uhr war es glaube ich, sowas in dem Dreh. Ja, ob es früher oder später wird, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Mindestens eins und bis maximal 5 sind geplant, ja. Komplett drauf an, ne? Aber, also mir reicht auch schon eins. Das ist überhaupt mein Stars. Das Problem ist nur, was ich nicht bedacht habe, ist, dass ich eventuell gar nicht online sein werde. Da ich, ja, da morgen Karfreitag ist und das ein, was ist denn das? LOL. Lass mal Dela aufheben. What the fuck? Ich habe hier noch nie eine gedroppt mit den Chars. Oder nicht drauf geachtet, aber eigentlich achtet man auf sowas. Auf so besondere Drops. Ja genau, da kann ich sehr wahrscheinlich morgen nicht zocken. Ich werde probieren, wenigstens online zu sein, ja? Um das wirklich mitzusehen, zu erleben sozusagen. Ist zwar relativ sinnlos, aber trotzdem. Ja, dieser Moment darf mir nicht vergönnt sein. Nee, verwehrt bleiben oder irgendwie sowas in der Art, keine Ahnung. Es ist schwer so komisch zu sprechen, probiert's mal selber. Ja, jedenfalls kann ich da wahrscheinlich nicht zocken. Also entweder erst spätabends und wahrscheinlich auch erst nur vormittags. Also werde da probieren, meine Chars weiter hochzuziehen, denn Samstag kann ich wahrscheinlich gar nicht. Ja, heißt auch Stream wahrscheinlich nicht. Es ist noch nicht sicher, aber es kann sein, dass Samstagabend bei mir nichts läuft. Der erste seit 4 Monaten wäre das dann. Der erste Samstag seit 4 Monaten, wo ich dann nicht streame. Ich weiß, traurig. Aber naja, ich habe ja gesagt, ein-, zweimal kann schon passieren, dass das da ausfällt. Nächsten Samstag, also übernächsten Samstag zum Beispiel, müsste ich auch arbeiten. Ist allerdings nur bis 8, also da kann ich dann wahrscheinlich trotzdem streamen. Kommt er dann vielleicht eine halbe Stunde später oder so. Jedenfalls
Ja, ist das ein bisschen blöd, ich weiß, aber ich habe es voll vergessen, sonst hätte ich das schon vor der Woche gesagt, aber ich habe es irgendwie total verdrängt, ausgeblendet, wie gesagt, vergessen. Und jetzt ist es mir gestern wieder eingefallen und ja, genau, also XP-Event und Stream am Samstag. Es wird schwierig, ja, ich werde es probieren. Ich weiß ja noch nicht ganz genau, ob ich überhaupt weg sein werde oder ob ich einfach nur da rumgammeln und essen gehe und so, keine Ahnung, das weiß ich alles noch gar nicht. Das wird eher spontan entschieden. Der Aufnahmeabschmierer ist mal wieder am Werk. Also, das bin ich. Naja. Oh, nice, Level 9. Ach ja, genau, dazu gibt es auch noch was zu sagen. Aber ich erzähle es erstmal fertig. Das equip ich aber schon mal. Ja, genau. Also, ich weiß noch gar nicht, wie das Ganze so ablaufen wird. Eventuell bin ich Samstagabend doch da. Das weiß ich jetzt dann nicht. Aber ich gehe jetzt halt einfach mal vom schlimmsten Fall aus, dass halt gar nichts läuft. Und ja, gut, ihr werdet das sowieso mitbekommen, wenn ihr auf Twitch seid. Ja, offline ist, ich meine, das wird man wohl oder übel mitbekommen. Aber ja, nur dass ihr jetzt schon Bescheid wisst, dass dann nicht die Welt für euch untergeht oder so, keine Ahnung. Ja, Sonntag bin ich mir auch nicht sicher, ob ich dann, also sollte Samstag nichts laufen, ob ich dann Sonntag einen sozusagen Entschädigungsstream machen kann oder so, weiß ich nicht. Das, ja, das ganze Wochenende ist halt sozusagen blöd für mich in Bezug auf Zocken. Ja, oder halt 6 Stunden Livestream gestaltet sich da schwierig an so einem Wochenende. Aber naja, mal gucken. Ja. Genau. Ach ja, dann das... ja gut, mache ich jetzt erstmal das hier. Also, ich habe mir Sachen erweckt jetzt, ja, weil ich keinen Bock mehr hatte, dass der Lowbob... Also ich bin noch ein paar Mal mit meinen Chars gestorben. Das hat mich richtig hart angekotzt. Da habe ich mir gedacht, ja komm, erwecke ich mal ein paar Sachen. Ihr seht, die Banks machen mir 29 Schaden. Ja. Liegt nicht nur daran, Heap Up Level 20 und mein zweimal der eine, einmal plus 14, einmal plus 15, sondern hier, die bringen Death plus 24. Ja, ist nicht besonders gut, ich weiß, das ist auch nicht, es sind auch keine ernsthaften Erweckungen, ich habe einfach alles zweimal erweckt und dann halt das Beste davon genommen und hauptsächlich halt trotzdem auf Death geachtet, weil was will ich mit Crit Damage Boots mit 17% Crit-Rate, ja, komplett sinnlos, also, ja, nehme ich natürlich lieber Death. Wäre halt geil, wenn es Death plus 40, Death plus 16 wäre, aber na gut, so ist es halt, na, wenigstens 24 Death plus. Und, genau, dann die Gauntlets, was sind die denn nochmal? Ah ja, genau, die haben 6 Crit. Ja gut, auf Gauntlets kann man eigentlich auch nichts viel Besseres erwecken. Höchstens vielleicht Attack Speed noch, aber naja, gut, hatte ich jetzt, wie gesagt, keinen Bock, das noch viel öfter zu probieren. Und, ja, 17 Crit-Rate mit Level 10 oder, ja, mit Level 9 ist doch schon ganz nett. Die Suit hat der 44 Dex 1 Crit-Rate, auch 2. Okay, lol. Hat die halt auch Crit-Rate tatsächlich. Und der Helm hat 13 SDR, 4 Dex. Nee, 9 SDR, 4 Dex. Ja genau, da war noch mehr SDR minus 4. Ja, blöd gelaufen. Bin halt nicht so der Erweckungskünstler. Ja, ist aber besser als nichts. Und genau, Level 10 bin ich auch schon. Dann das Schild hat SDR plus 4. Sonst eigentlich nicht, sehr viel minus 350 ist relativ egal, ich setze ja eh keine Skills ein. Dann gehen wir kurz in die Mine. So. Ja, da habe ich immer ein bisschen Schiss, dass es abschmiert, weil es halt schon oft passiert ist. Deswegen immer so der Schockmoment, wenn man reinspringt. So, und dann noch das Schwert. Ja, Def plus 40, Speed plus 3, ATK minus 5, gut, aber naja. Also überall eigentlich Def drauf. Ich habe insgesamt jetzt 335 Def mit Protect. Das ist ein Drittel von dem, was mein Blade hat mit Level 112. Also mit der Def kann man einiges anfangen. Und ja, die Mobs, die 11 Level über mir sind, machen mir eigentlich ja nicht keinen Schaden, aber auf jeden Fall sehr wenig. 31 und ich habe 746 Leben. Also das ist ein Witz, was die an Schaden machen. Und das ist ein Witz, wie viel Schaden der Kerl macht, einfach nur weil er das Dragon Set anhat. Tja, scheiß Bronze. Ja, genau. Boah, der crittet halt 2,7k. Er crittet halt auch die ganze Zeit, das ist das Schlimme dran. Ja, scheiß LSD-Set. Immer diese Casher. Könnte ich spielen, ohne Geld ins Spiel zu stecken. Naja. Genau, und... Ja, so viel zu meinem Equip, also ich habe es jetzt ein bisschen verändert, damit es einfach schneller und besser geht und die Chance zu sterben einfach nicht mehr vorhanden ist, weil ich so ultra viel Def habe. Und ja, genau. Sonst noch was, ne, jetzt habe ich gleich alles zum Char gesagt, genau, das ist Char Nummer 7,
Habe ich aber, glaube ich, auch schon gesagt. Ach ja, genau, dank Selfmade kann ich noch ein paar mehr Chars machen. Um genau zu sein, einen mehr. Char Nummer 21. Hat mir nämlich noch von jedem 70 bis 80 geschickt. Hat sich anscheinend ziemlich genau das Video angeschaut, weil es ist relativ gut ausgegangen. Also jetzt von allen so 7, 8 mehr. Also hat er da relativ gut aufgepasst. Ja, jetzt kann ich jetzt Char Nummer 21 noch ne. Lol, wieso droppen die so viele Boxen? What the fuck? Was ist denn da los? Ja, hat aufgepasst und jetzt kann ich mir, wie gesagt, Char Nummer 21 auch noch hochziehen. Wenn ich es denn, wie gesagt, schaffe. Aber eigentlich sollte es kein Problem werden, weil wenn, selbst wenn ich jetzt jeden Tag nur 2-3 Chars hochziehe, mache ich halt einfach am Montag richtig Hardcore und mache da einfach, ja, was weiß ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, noch 10 übrig habe, mache ich halt einfach am Montag 10 Stück. Ich meine, ich habe ja schon mal alle an einem Tag gemacht, 9 Stück, nee, es waren ja auch 10 Stück an einem Tag tatsächlich. Geht ja eigentlich voll geschmeidig. Es ist halt nur ultra langweilig, nach dem spätestens 5. Chart hat man einfach keinen Bock mehr. Aber naja, muss man sich ein bisschen zusammenreißen, dann geht es schon. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, morgen 2, Samstag 2, Sonntag mindestens immer 2 mache oder halt mindestens 1, dann habe ich ja insgesamt eh nur noch 8 übrig und die dann am Montag alle zu machen, sollte kein Problem werden. Genau, dann habe ich einige Boxen und damit können wir dann schön was anfangen, denke ich mal. So, gehen wir mal zu den Yang Yang, die kotzen mich an mit dem scheiß Root. Joa, genau, so sieht die Lage aktuell aus. Seid ihr wieder auf dem neuesten Stand der Dinge, wegen den XP-Events und so, habe ich jetzt auch gestern auch erst erfahren, dass die das so geplant haben. Wie es dann wirklich umgesetzt wird, das sehen wir ja dann, oder besser gesagt, ihr seht es dann, ich probiere es auch irgendwie mitzubekommen. Wenn nicht, muss mir halt irgendjemand vielleicht einen Screenshot machen, wie das XP-Event an ist. So, ja, ne, damit ich auch diesen coolen Moment des ersten XP-Events vom Lord miterleben kann. Ja, genau. Ju, genau. Ja. Ach ja, genau, das mit den Upcut Stones. Die gab es nur gestern. Die droppen jetzt nicht mehr heute. Weil hier droppen die natürlich auch schon. Also jedes Mob über Level 15 hat die gedroppt. Und eigentlich jedes Mob hat wirklich einen gedroppt. Ja, aber meiner Meinung nach übelst hart der Bullshit, weil erstens haben sie sich nicht gestackt, sondern jeder hat einen neuen Inventarplatz angefangen, was ultra behindert ist. Ich weiß nicht, wer Vollidiot sich das ausgedacht hat. Aber die Teile sind halt richtig hart zum Tröllern gewesen. Sollte man ja gar nicht wirklich benutzen, denn die haben, zumindest bei mir, 99,9% negative Effekte gehabt. Also ich habe einen einzigen von insgesamt 30 bestimmt gehabt, wo was Positives hatte. Und der hatte dann nicht irgendwie HP plus 50% oder alle Stats plus 20. Nein, der hatte alle Stats plus 5, wo ich mir auch gedacht habe, wow, du nimmst dir 10 Stück, hast 10 negative Effekte, nimmst dir einen, der hat einen positiven Effekt, aber der ist halt nicht mal ansatzweise so gut wie irgendeiner von den negativen Effekten, wenn die positiv wären. Im Sinne von, wenn er die minus 50 AP plus 50 AP wären, alles jetzt plus 5, ist halt ein schlechter Witz, also es war wirklich komplett die Verarsche. Ich dachte, wenn mal was plus kommt, dann ist es halt auch übelst heftig, weil es sind ja auch nur 5 Minuten, aber nee. Da hat Websen sich richtig schön was ausgedacht. Ich weiß nicht, ob es das letztes Jahr auch schon mal gab. 1. April, weiß ich nicht, ob ich da immer gespielt habe. Und die gab es wirklich nur gestern. Deswegen kann ich das jetzt nicht so genau sagen. Aber, ja, war auf jeden Fall ganz, ich sag jetzt mal, funny, in Anführungszeichen. Und, ja, aber getrollert haben sie schon damit ein bisschen. Und, naja. Genau, so, Level 14 sind wir, fast Level 15, holen wir uns wieder die Upgrade-Box und dann machen wir wieder Feierabend. Genau, wegen den Folgen, also Samstag wird es natürlich dann eine Folge kommen, Sonntag auch. Ich werde jetzt sozusagen, also ich werde wahrscheinlich heute noch 2 Folgen machen, eine Geek-Folge und dann noch eine mit, keine Ahnung, was ich da machen werde, mal schauen. Ja, mal gucken. Muss ich mir mal überlegen, was ich da noch mache. Jedenfalls eine Geek-Folge in Caldera. Mal gucken, ob wir was droppen. Ne, GX wäre echt richtig nice, weil die jetzt viele zum Skinnen haben wollen. Oder, na gut, zumindest ein paar. Und, ja, oder auch, was gibt's denn noch so geile LG-Waffen? Sieht noch geil aus von den LG-Waffen. Ne, das Stick ist nicht schlecht, ja, das Stick geht eigentlich.
Ja gut, das war es eigentlich auch schon wieder. Okay. Ja, also wir gehen auf die Suche nach der LGX und nach ein bisschen Penya. Und jetzt, nice. Level 15. Ja, genau. Wir gehen auf die Suche nach Penya, AGX und gucken einfach mal, was da so drin ist. Und dann dritte Folge muss ich mir mal überlegen, weil 3 Folgen in einem Tag, da gehen einem dann schon schnell die Ideen aus. Mal gucken, vielleicht trollern wir irgendwas, aber ich wüsste jetzt gar nicht mal so was. Naja. Ansonsten informationsmäßig am Wochenende haben die, glaube ich, nichts mehr geplant, also keine Invasion oder sowas. Wenn mich nicht alles täuscht. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd finde, ist, dass das Oster-Event nach Ostern erst kommt. Also Dienstag ist ja dann schon Ostern. Also es ist ja jetzt Donnerstag bis Montag ist jetzt jeden Tag ein Feiertag. Beziehungsweise ein Tag, der was mit Ostern zu tun hat. Und Dienstag, wo dann das Oster-Event starten wird, ist kein Tag mehr. Da ist dann vorbei. Was ultra behindert ist. Sonst starten sie die Events immer übelst weit im Vorhinein. Beispielsweise beim Valentinstag-Event einfach mal 2 Wochen eher gestartet. Und beim St. Patrick's Day-Event jetzt auch. Und dann bei Ostern, ja, machen sie es später. Ja, wo Ostern schon vorbei ist, da machen sie dann erstes Oster-Event. Falls es überhaupt eins gibt, aber denke ich mal schon. So, den ganzen Müll wieder anequippen. So. So, wieder so wie er geboren wurde. Der Kauf mich leer, der steht hier einfach immer. Der Kerl macht niemals seinen PC aus oder lockt sich aus. Voll der kranke Dude. Ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht, wie hoch dem seine Stromrechnung ist. Er wirklich, er steht hier immer. Immer. Stand gestern Abend da, gestern Nachmittag, gestern Vormittag, heute Nachmittag. Mal schauen, ob er heute Abend auch noch da steht. Einfach nur krank, also keine Ahnung, irgendwie zu viel Freizeit oder so, weiß ich nicht. Oder zu viel, wie gesagt, PCs oder Strom oder was weiß ich. Joach, ne? Der steht hier immer. Und diese anderen G, die HFHFHIDCDC, DGDFHNFGGSSDGHFHJFSG, die stehen hier auch immer rum, seit ein paar Tagen. Voll creepy. Naja. Genau, 7 Upgrade-Boxen habe ich jetzt noch, 14 kann ich mir noch machen. Dann übrigens, ach ja genau, nochmal danke an Selfmade, aber das ist jetzt nicht irgendwie, er braucht, also wenn sich jetzt irgendjemand so herausgefordert wird, fühlt, boah, Selfmade, habt ihr was geschickt, jetzt muss ich dem auch was schicken. Schickt es mir bitte nicht, weil am Ende schaffe ich es nur nicht. Also die 14 Chars werde ich jetzt wahrscheinlich noch ziemlich easy hinbekommen. Ja, ich mache heute noch ein paar. Dann wie gesagt, morgen übermorgen jeweils 1, 2 und dann hat er Montag den Rest. Mal schauen, wie viel das dann halt noch ist. Wahrscheinlich so zwischen 5 und 10. Ja, ich denke mal so 7, 8 werden es noch sein. Ja, aber schickt mir bitte nicht noch mehr von dem Zeug, weil dann am Ende packe ich es nicht oder ich habe dann irgendwie einen Einlog-Fehler oder so. Und dann hab ich das Zeug bei mir rumliegen und dann kriegt niemand die Special Upgrade-Boxen. Wäre nicht so chillig. Also ja, auch wenn es nett gedacht ist, please not. Genau. Gut, dann habe ich alles rüber getradet, ne? Immer noch mal kontrollieren, weil das wäre ziemlich schade, wenn da was gelöscht wird. Aber nee, also die 3 wichtigsten Sachen, der Glock und die beiden Ringe sind bei mir, von daher der Rest, selbst wenn ich die Boots oder das Equip, das erweckte, löschen würde, merke ich, egal, das ist Zeug im Wert von 100.000 Penya. Ja, also solange die Ringe bei mir sind, ist, also bei Dela ist alles gechillt. Genau, dann danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der Geek-Folge. Oder eventuell mache ich auch erst noch eine andere Folge. Mal gucken, weil ich muss halt immer nach Caldera fliegen und dann wieder Caldera verlassen. Das ist immer so behindert, deswegen muss ich mir mal überlegen, in welcher Reihenfolge ich das mache. Aber mal gucken. Jedenfalls, danke fürs Einschalten, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.